Na, Schnucki? Finger weg, Arschloch! Wenn Sie nicht hier sind, um zu helfen, gehen Sie bitte. Ja, dann macht ihr mal. Adam, haben Sie das Apartment in der Levani-Straße schon überprüft? Ich war beschäftigt. Verpassen Sie die Chance nicht. Laut Grenzkontrolle bleibt Orlov immer nur kurz in Prag. Dann schauen wir mal, gucken, ob das was wird. Hübsche Ausrüstung. Mhm. Siehst du mal? Tja, dann bin ich mal kurz weg. Hier können wir uns auch. Komm, wenn wir schon mal hier unten sind, können wir vielleicht mal hier reinschauen. Hm? Ja. Speichern. Hallo? Ach so. Fünfer der Wurm. Das war knapp. Krieg ich dafür jetzt diesmal keine Stiefel mehr? Von wegen dir. Das war es ja wirklich in letzter Sekunde geknackt. Hm. Was haben wir dahinter? Ein PDA. Okay. Ich habe Akten über das Subjekt, die ich besorgen konnte, ohne Alarm auszulösen. Schön. Code im Safe ist so und so. Inventar ist voll, das ist nicht so schön. Müssen wir echt mal hier langsam zum Verkaufen. Oder ich schmeiße halt irgendwas weg, was ich nicht brauche. Zum Beispiel hier Muni. Dann ist die MP-Munition, dann... Sonst noch irgendwas? Die ganzen Minen, glaube ich. Oder hier Pilz. So, ablegen bitte. Dafür kommst du dann mal mit. Kann ich da eigentlich wappen? Reicht das? Sehr schön. Sheriff, ich habe Orlov gefunden. Er ist tot. Was? Sind Sie sicher, dass er es ist? Naja, ich habe ihn zwar nie offiziell getroffen, aber er sieht genauso aus wie einer der Ärzte aus der Klinik in Alaska, von der ich Ihnen erzählt habe. Damals nannte er sich McFadden. Meine Güte, Adam, was genau ist in dieser Klinik passiert? Ich weiß nicht, ich lag im Koma. Geführt wurde es von der Weltgesundheitsorganisation. Anlage 451. Können Sie sich das mal ansehen? Natürlich. Ich werde seine Leiche und das Apartment durchsuchen. Mal sehen, was ich finde. Hm. Hier wäre eine Kamera. Oder? So, wir hätten noch einen PC. Ich gucke erstmal, ob er was bei sich hat. Eine Zugangskarte. Aha, vielleicht können wir die ja einsetzen. Hier noch zwei Laptops, die wir zugreifen könnten.
So, den Code haben wir zum Glück gefunden. Da, 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 da. Sesam, öffne dich. Ah, sieh mal einer an. Ein vertraulicher Bericht. Und sonst? Raid Chip. Ach, wir haben da glaube ich nur reingeschaut. Okay. Gut, so viel dann dazu. Dann gucken wir noch, was auf dem PC ist. So, das sieht ja gut aus. Ich hätte eh keinen Wurm. Oder habe ich den Wurm jetzt verbraucht? Ich weiß es nicht. Beim letzten Mal. Keine Ahnung, keine Ahnung. Stabilität der Aktivposten. Traumhafte Resultate. Unser alter Freund. Wir haben relativ viel Geld. Wieso haben wir auf einmal so... Oder? Nee, woher haben wir das Geld? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir hier nochmal rein. Madame Fotografe. Aha. Interessant. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Ja. Danke sehr. Wahrungspaket und ermitteln gegen die Unbekannten auf den Fotos. Alles klar. Das Mädchen beschatten, bald in Prag. Ich überfliege das halt jetzt hier mal so kurz. Wie gesagt, das ist mir ein bisschen viel zum komplett vorlesen alles. Leider ein bisschen viel Text für ein Let's Play in dem Falle. Ich glaube, für ein Privatspiel wäre das alles kein Akt, aber so geht mir dann doch ein bisschen zu viel Flöten bei der Sache. Das war's jetzt wohl, oder wie? Ja. Da wir leider immer noch nicht genug haben, dann würde ich glaube ich mal das Apartment durchsuchen als nächstes. Ist das echt hier um die Ecke? Das wäre echt ein schöner Zufall, ja. Scheint aber. Scheint der Fall zu sein. So, ich bin der Jensen, der die Nacht durchflattert. Mal gucken, mal noch ein E-Book hier. Sie ist einer wohl hier gemütlich gemacht. Oder ist halt irgendein. Ein Pennerlager oder so. Oder ein Obdachlosenlager. Penner, das klingt immer so negativ. Ich muss nur diese Schicht überstehen. Ich habe schon meinen ganzen Schmuck verkauft. Das ist doch schön. Nö, ne, scheinbar. Was ist das denn? Sollen wir hier wirklich rein? Cool.
Platsch, 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 platsch. Ich glaube, so luxuriös wohnt er hier nicht, oder? Na, ich bin aufs Apartment gespannt. Hm. Da steht jemand, das heißt... Achso, ich glaube, wenn wir dann hier durchs Fenster reingehen, gibt es Ärger, oder? Bitte da festhalten, Herr Jensen. Das wäre relativ praktisch. Guck mal, das Stress gibt. Alex, ich bin in Millers Apartment. Der Mann ist sehr ordentlich. Was hast du erwartet? Er war beim SAS. Das Militär macht aus jedem einen Ordnungsfanatiker. Wenn er Geheimnisse hat, Adam, dann gut versteckt. Jeder verrät sich irgendwie. Ich muss mehr über ihn wissen. Zumindest einen großen Fernseher. Das ist ja schon mal ganz angenehm. Okay, er scheint wohl doch ein bisschen luxuriöser zu leben. Das Viertel ist wahrscheinlich nicht so das, was man so die... Ja, wahrscheinlich war das so das Einzige, was ich noch gekriegt habe. Weiß ich, wohnt der hier in Prag oder ist es auch nur so eine... Ich glaube, die haben ja hier diese feste Stelle. Wenn mich nicht alles täuscht. So, hier wäre noch ein Rechner. Oh, wäre sogar der Privatrechner. Und, wie es aussieht, ziemlich gut gesichert. Mhm. Oh, aber Zeit sehe ich gerade. Das kriegen wir locker hin. Jawohl. Okidoki, was haben wir denn hier an Informationen? Mhm. Irgendwas mit Anwalt. Wiedersehen an Weihnachten. Ach, wie schön, ein Wiedersehen. Und Instant Messaging. Ach, guck mal. Hm. Alex, ich habe Millers Computer gehackt. Er hat größere private Probleme, aber es gibt nichts Belastendes. Such weiter. Wir kriegen vielleicht keine zweite Chance. Mhm. Tja. Vielleicht kriegen wir wirklich noch hier irgendwas raus. Ah, er scheint also auch zu zocken. Oder ist halt für seine Tochter. Das kann natürlich auch sein. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Hier diese Lese-Ecke unter der Treppe. Das hat was. Bisschen was Gemütliches. So. Auch eher hier mit einem Boxsack. Ist jeder Boxsack ein Geheimmechanismus? Da ist nichts Interessantes drin. Da ist Geld. Schmerzmittel nehme ich auch mal noch mit. So, Muni brauche ich nicht. Was haben wir da? Ah, guck mal, wegen der letzten Mail. Mhm. Irgendjemand sind sie da wohl auf der Spur.
Okidokili. Das war jetzt nicht so interessant. Dann noch ein Scharfschützengewehr. Brauchen wir nicht. So, schauen wir uns mal das Terminal hier an. Hast du schon was in dem Apartment gefunden? Miller hat seine Geheimnisse gut versteckt, wie du gesagt hast. Ich suche weiter. Stufe 5, das könnte schwierig werden. Oh ja. Das wird knapp. Zugriff gewährt. Aber es reicht. So, dann speichern wir das doch mal. Gasgranate hätten wir, ein Multitool hätten wir und Geld und ganz wichtig ein PDA. Aha. Also ab zum Code, zur Bank. Da können wir dann gleich ein paar Sachen erledigen, glaube ich. Das, oder müssen wir da noch was mitnehmen? Hier habe ich ja alles rausgeholt. Das haben wir auch soweit gelesen. Und ansonsten ist ja hier nur Muni und Whisky. Das brauchen wir nicht. Nee. Oder müssen wir jetzt einfach raus? Beziehungsweise zum Konto. Guck mal. Hi. Scheinbar ist da noch was. Soll ich mir das PDA jetzt nochmal anschauen? Nee, nicht so wirklich. So, Multitool. Ja, ja, das machen wir alles mal noch. Wie viel? Na, ein bisschen was fehlt leider noch zum Aufstieg. War da gerade jemand? Ich hatte hier kein Glück, Alex. Da muss aber was sein. Durchsuch das Schlafzimmer. Sei gründlich, damit wir sicher sind. Ach so, okay. Und wenn ich jetzt das Ding öffne, das PDA, hier mal zu, noch mal auf. Ich glaube, das Spiel backt auch gerade so ein bisschen rum, muss ich sagen. Ah, guck mal. Nee, ist okay.
Hier ist halt ein Waffenkoffer. Koffer. Schockgranate und Pistole. Sonst noch was? Zeigt ja auch wieder immer hier rein. Und hier habe ich ja alles gehackt. Ach nee. Alles klar. Ich glaube, ich habe mir leid. Millers NSN-Zugangskarte. Er muss sie zurückgelassen haben, als er sich bei seinem zweiten Computer angemeldet hat. Sein zweiter Computer? Ist da was Belastendes drauf? Er umgeht das System und benutzt persönliche Verbindungen für Nachforschung. Aber das kann alles bedeuten. Wir brauchen mehr von diesem NSN-Gespräch. Scheiße, Mann, das ist riskant. Aber notwendig. Warum? Hast du was über Versalife gefunden? Nichts Gutes. Wir treffen uns in dem kleinen Hof in der Nähe von TF-29, dann erkläre ich es dir. Okay. So, dann ja, war es tatsächlich mein Fehler. Tschüss. Ich verzieh mich mal unauffällig, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, was Alex zu sagen hat. Alex, bist du da? Hey, danke fürs Beeilen. Ich wollte nicht zu lange allein rumhängen, falls du aufgehalten worden wärst. Manchmal kann ich ein Gentleman sein. Du hast gesagt, du hast was über Versalife. Ja, vor einigen Monaten wurde eine Forschungsassistentin in ihrer Fabrik Rockersacker Beach tot aufgefunden. Abteilung für Spezialprojekte. Sie wurde vergiftet, genau wie Rocker. Sie? Hast du einen Namen? Anneke Norstad. Warum? Kennst du dort jemanden? Spielt keine Rolle. Vergiss es. Ich hasse Versalife, Adam. Als ich noch für Bell Tower in Panama geflogen bin, bin ich schon auf diese Scheiße gestoßen. Seitdem habe ich ein Fadenkreuz auf dem Rücken. Wenn die mit drinstecken, wird's übel. Wenn sie mit drinstecken, kriegen wir sie. Wir müssen nur wissen, worum es geht. Rucker hat mir das vor seinem Tod gegeben. Das soll ein Beweis sein, dass die Ark reingelegt wird. Da ist eine E-Mail drauf. Liest sich wie Aktivierungsanweisungen. Woher hat er den? Wem gehört er? Ich habe einen Verdacht, kann aber nichts beweisen. Und bis dahin kannst du Janus oder einen deiner Juggernaut-Freunde bitten, die IP-Adresse zurückzuverfolgen? Ja, Mann, kein Problem. Hör mal, wegen Versalife. Die Infos über Norstad waren tief vergraben. Kein Polizeibericht, keine Autopsie. Nur eine Fußnote in einem Versicherungsanspruch. Betriebsunfall. Sie hat mit gefährlichen Pathogenen gearbeitet, oder? Vermutlich. Janus glaubt, es steckt mehr dahinter. Er hat den Bericht gefunden. Sagte, er sei seltsam. Seltsam? Viele leere Stellen und fehlende Details. Mehr hat er nicht gesagt. Und du hast ihn noch nicht gefragt? Ist das jetzt ein Vorwurf? Nein, gar nicht. Aber du hast offenbar großes Vertrauen in Janus. Janus hat meine Identität geändert, mir wieder eine Aufgabe gegeben, nachdem Versalife alles ruiniert hatte. Er hat mir einen neuen Blick auf die Dinge ermöglicht. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass manche Verschwörungstheorien nicht weit von der Wahrheit entfernt sind. Ich habe nach Panama nichts von dem geglaubt, was Pikes über den Zwischenfall berichtet hat. Dann wurde es für uns Augmentierte immer schlimmer. Und Janus hat mir die Chance gegeben, daran was zu ändern. Durch die Verfolgung der Männer im Schatten. Durch die Arbeit mit dir. Ich denke darüber nach, was du gesagt hast. Der Ark einen Einbruch anhängen, damit sie wie Terroristen wirken? Eine Versalife-Forscherin stirbt, vergiftet, genau wie Rucker? Geht es hier um Biowaffen? Millers Zugangskarte könnte uns helfen. Wie? Ich kann dir nicht folgen. NSN-Gespräche werden in der Cloud des Systems gespeichert. Wenn ich mich mit seiner Zugangskarte als Miller anmelde, kann ich vielleicht mehr von seinem Gespräch mit den Bossen abspielen. Scheiße, Adam, das ist nicht wie bei einer Wanze. Du musst den Stuhl benutzen, wenn dich jemand erwischt. Das Risiko gehe ich ein. Deine Entscheidung. Aber ich will eingestöpselt sein und die gesamte Aktion mithören. Sei einfach vorsichtig, Mann. Melde dich, wenn du Zugriff auf die Maschine hast.
Okidoki, das machen wir aber noch nicht jetzt. Ich will erstmal wieder zur Bank. Mich dort mal ein wenig umschauen. Können wir das hier noch... Ah, wir haben einen Praxispunkt. Okay, gut, dann machen wir das nämlich gleich. Dann gehe ich jetzt tatsächlich mal hier... Wahrscheinlich habe ich da sonst auch wieder irgendwas übersehen, aber ich denke, es kann nicht schaden. Wenn wir uns das mal noch holen. So. Sicherheitsstufe 4. Na dann. Geht ja zum Glück wirklich mittlerweile relativ gut. Hat sich gelohnt, das hier alles hochzuskillen. Zack, Credit Chips. Nope. Ich habe bisher noch nicht wirklich Geld ausgegeben, aber ich habe es auch irgendwie noch nicht für so nötig gehalten. Ich brauche keine Hilfe, bla bla bla. Ja, Pelle, seid ihr, wie viel Konten ich da mittlerweile jetzt hier eventuell knicken kann. Ah, hier wäre noch ein Lüftungsschacht. Ich will dann aber jetzt tatsächlich erstmal wieder das Gerät benutzen. Nee, Nebenmission bitte, Tür der Erkenntnis. Dann gehe ich mal wieder zurück und gucke, was hinter dem Ding ist. Hinter der Mauer. Was für eine Stadt. Hopp, 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 hopp. Irgendwas hängt da doch gerade bei dem Übertragungsdingen. Jeder wie er mag. Renne ich halt erstmal gegen diesen Baum. So, kann ja theoretisch. Müll. Ich gehe zu Fuß. Dann weiß ich hier wieder durchs Ding. Lüftungsschacht for the win. So, dann schauen wir da mal rein. Ach, die hatten wir schon, die Aktentasche. Okay, das hat also nichts. Das heißt, wir haben hier wieder irgendwas übersehen. Oder ich halt in dem Falle. Wäre halt auch eine andere Möglichkeit, wenn wir nicht über den Lüftungsschacht gegangen wären. Gut, dann schauen wir doch mal, ob hier nochmal irgendwo. Vielleicht liegen ja auch noch irgendwo Karten rum oder so. Hier wäre eine Schrotflinte. Das sind Stühle. Ein Safe, den wir noch nicht geöffnet haben. Alles klar. Ich glaube, ich habe es heute echt mit dem übersehen.